Dieses Reiterdenkmal zeigt Friedrich II. Er wird auch Friedrich der Große oder der alte Fritz genannt. Das Denkmal steht in Berlin. Hier wird Friedrich am 24. Januar 1712 geboren. In diesem Schloss wächst er auf. Ein Jahr nach Friedrichs Geburt wird sein Vater, Friedrich Wilhelm I., König von Preußen. Friedrich Wilhelm I. mag das Militär und Disziplin, trägt gern Uniform und verachtet Verschwendung, deshalb ist er als Soldatenkönig bekannt. Schon bald hält der Vater seinen Sohn Friedrich II. Für zu ängstlich. Friedrich fürchtet sich vor Kanonendonner, fällt vom Pferd und mag nicht mit Zinnsoldaten spielen. Und das, obwohl doch der Vater von dem Kronprinzen fordert, genauso zu sein wie er. Friedrich ist aber lieber mit seiner Schwester Wilhelmine zusammen. Er liest gern und spielt Querflöte. Der Vater war hundertprozentig davon überzeugt, dass dieser Sohn, der da jetzt als Thronfolger heranwuchs, dass der völlig, völlig ungeeignet war, also später einmal den Thron zu besteigen. Und er hat ihm ja in seiner Jugendzeit alles das, was Friedrich wirklich Freude machte, mehr oder weniger mit dem Stock ausgetrieben. Nicht? Er durfte nicht Französisch sprechen, er durfte keine französische Literatur lesen. Für den Vater war der Friedrich eine Figur, die also für ihn also ein ständiges Ärgernis war. Der kleidete sich anders, der sprach anders, der war kein Jäger, der interessierte sich nicht für den Soldatenberuf. Der Vater, also Friedrich Wilhelm I., der versäumte ja keine Gelegenheit, seinen Sohn zu beleidigen. Und nicht nur innerhalb der Familie, sondern der machte das auch coram publico, wurde sein Sohn von ihm gedemütigt. Seine Mutter, Sophie Dorothea, aber hat nichts dagegen, dass Friedrich Abenteuerromane liest und mit Puppen spielt. Sie erlaubt ihm Dinge, die der Vater verbietet.